Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Empyrean. Nachdem wir in der letzten Folge dieses Rätsel in der Wüste gelöst haben, sind wir heute hier in irgendeinem Urlaubsort anscheinend angekommen. Da hat sich wohl einer aufgehängt. Sehr schön, läuft ja. Wir gucken mal, was hier so abgeht. Wie, Käfer sind nicht die besten Pokémon. naja, zuallererst mal, es sind Käfer. Habe ich schon gesagt, dass ich mich freue, dass ich endlich wieder umsonst Pokémon heilen kann und nicht 600 Poké-Dollar zahlen muss? Das ist schon sehr schön. Da jetzt hier Käfer kommen, wechseln wir mal besser, würde ich sagen. Das macht ja keinen Sinn. Oh, wow. Level 41. Hups. Ja, gut. Läuft bei meinen Pokémon, die unterlevelt sind. Läuft. Oh, nee. Ernsthaft? Ein KP. Oder zwei oder drei. Aber also nicht genug, als dass das nett gewesen wäre. Wir wechseln mal nicht. Was ist denn das? Ach. Was will er denn mit so einem? Das kann ja nur Härtner. Warum hast du das auf Level 40? Warum durfte sich das nicht entwickeln in ein Pudox? Wolltest du keins, ne? Kann ich verstehen. Knirscher. Ich meine, Knirscher ist bis aber besser von dem her. Nehme ich gern. Wie gecheatet? Von wem gecheatet? Ich gebe dir gleich gecheatet. Wen haben wir denn hier noch? Ach, ich kann gegen alle kämpfen, okay. Ich würde sagen, wir beschleunigen die Kämpfe aber alle ein bisschen. So. Und ich sollte vielleicht nicht das Pokémon, das sowieso vom Level her schon mega hoch ist, nach vorne setzen, glaube ich. Da müssen die anderen definitiv noch ein bisschen mehr leveln. So. Du kommst mal nach vorne. Ah, wir brauchen dringend ein paar andere Pokémon eigentlich noch. Mal schauen. Das Problem ist, bisher die ganzen Pokémon waren alles Typen, die ich eigentlich schon habe. Und die ich, weiß ich nicht, nicht unbedingt nochmal ins Team nehmen muss. Hey, hast du meine Schockwelle geklaut? Das finde ich eher ungut von dir. Setz deine eigene Attacke ein, nicht meine. Fies. Das war fies von ihm. Von ihr. Was macht der Typ denn? Was ist seine Aufgabe? Interessant. Ah! Cameron! Cameron! Cameron braucht immer einen Auftritt in jedem Pokémon-Spiel. Hallo Cameron! Wie geht's? Wie steht's? Ein Feuer-Pokémon brauche ich. Aber nicht unbedingt Cameron, weil die Typen von Cameron. Der zweite Typ ist leider schon vorhanden im Team. Das tut mir leid. Machen wir so. Okay, sehr schön. Level 50 für Baloi. Und eingeschlafen. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Ach, da kann ich ja mit Akrobatik drin bleiben, würde ich sagen. Oh, wow. Okay, das war ein Crit. Beeindruckend. Was soll das mit dem Landturn? Okay. Finde ich nicht nett. Ja, das macht jetzt nicht so viel Schaden. Aber meine magischen Blätter sollten doch... Oh, das war auch nicht gut Schaden. Mondgewalt. Im Zweifel immer Mondgewalt. Level 48, okay. Und ein Absol. Das ist Unlicht. Dann machen wir das mal so. Ach, apropos, ich muss eigentlich noch die Pokémon-Namen verteilen. Och Mann, wie habe ich denn da immer noch nicht dran gedacht? Ich habe sie mir schon längst aufgeschrieben. Schon längst, wartet mal eben. Wo ist die Liste? Ich weiß nicht, wo die Liste ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Hier. Hier ist die Liste. Ihr seht sie nicht, aber ich sehe sie.
jetzt A. Wir bleiben mal drin. Wie viel Schaden mache ich ihm denn? Oh ja, genug. Das reicht, würde ich sagen. Tschüss. War ein netter Versuch, aber nein. Da kommt das Roselia zurück. Wie nett. So, tschüss. So, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge jetzt die ist, wie es in den Kommentaren war, aber ist ja auch egal. Ich weiß auch nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich die Pokémon gefangen habe. Also, ja, ist auch egal, ne? Geben wir ihnen mal den Spitznamen. Ich versuche natürlich, eure Wünsche immer zu berücksichtigen. Beim Geschlecht kann ich nicht so drauf achten. Aber ich hoffe mal, dass es nicht so wild, wenn die jetzt vom Geschlecht vielleicht nicht genau passen. Ja. Wir nehmen einfach random hier die Namen raus, würde ich sagen. Ah, das ist passend. Was haben wir denn noch? Wer braucht noch einen Spitznamen? Oh, ist das unübersichtlich. So. Ich hätte das schon viel früher machen müssen, aber ich habe es vergessen. Leute, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und ich hoffe, ich habe keinen... Ich vergesse im Laufe der Zeit keinen. So, was haben wir denn noch hier? Jemand wollte ein Unlicht-Pokémon sein. Das war nicht das, was ich wollte. Dass das Unlicht ist, weiß ich auch so tatsächlich. So. Okay. Sehr schön. Dann sind hier jetzt alle benannt in meinem Team. Und ja. Machen wir weiter. So. Das muss jetzt mal erledigt werden. Ich schieb das ja nicht erst seit anderthalb, zwei Wochen vor mir her. Nein, nein. Wollen die alle kämpfen? Nein, auch zum Glück. Okay. Oh, der telefoniert. Hups. Ich guck nur, ob die vielleicht ein Item für mich haben. Deswegen, falls es euch interessiert, könnt ihr ja immer stoppen und lesen, was sie sagen. Aber ich überfliege das mal und übersetze das nicht direkt. Da oben, der da oben sieht sehr verdächtig aus, wie er da steht. Oh, die Musik ist immer noch gruselig. Okay. Aha, au, wir werden mit dem Ballon. Das heißt, ich habe das geheime Ding nicht gefunden. Okay. Oh ja, ich habe wirklich da richtig großes Interesse dran. Okay. Aha. Ach, hey, ist das kompliziert mit dem Wasser. Okay. Die können sterben, die Pflanze läuft. Um Himmels Willen. So. Hi. Was kann ich hier kaufen? Cookie, 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 Cookie. Na. Ich finde das gemein. Dass das nur so und so viele Schritte machen kann und so viel HP heilen. Hallo, Birdman? Ich habe gehört, er will kämpfen. Okay. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Welches Level ist er? Ist er Level 100? Level 50. Okay. Ups. Ups. Oh, guck mal. Oh, es hat Überreste. Nervig. Ich hoffe, wenn es mich antatscht, wird es mit Statik paralysiert. Yes! Gut gemacht. Bestes Pokémon. Das kommt davon, wenn man mein Pokémon berührt, dann wird man instant paralysiert. Das ist nur gerecht. Oh. Ah, Geschwindigkeit gesenkt. Das ist doch schon mal was. Ha! Paralysiert. Aber ich meine, seine Geschwindigkeit sollte jetzt sowieso relativ niedrig sein. Ja.
Mal gucken, ob er es heilt. Ich finde das interessant, dass das Gesteinsattacken kann. Viel von ihm. Nein, ernsthaft? Zufallswert, warum tust du das? Zufallswert. Nein. Oh, ich weiß halt echt nicht, ob die Attacken reichen von der Stärke. Doch, okay. Alles gut. Er hat es nicht geheilt. Sehr schön. Dachte ich eigentlich bei so einem starken Trainer, aber gut. Oh, Benny. Okay. Unglaublich. Nun, du bist würdig. Ich gebe dir deine Belohnung. Nein, das ist nicht, was ich will. Ich will einen Finsterstein. Nein. Ich habe das geheime Ding nicht gefunden. Ich hatte ja gehofft, das hier ist das geheime Ding. Aber dahin war noch eine andere Hürde. Vielleicht müssen wir dahin. Vielleicht habe ich es auch irgendwo übersehen. Und ich habe viel zu wenig Schutz, um hier durchzukommen. Vielleicht muss ich das offscreen suchen. Wir gucken jetzt aber erstmal hier. Eine gruselige Höhle, finde ich immer gut. Gruselige Höhle. Oh, guckt mal, wen wir da gefunden haben. Das will ich haben. Auch wenn ich es nicht brauchen kann, weil ich eigentlich schon Boden-Pokémon habe und ein Unlicht-Pokémon. Aber ich will es haben. Vor allem mein Unlicht-Pokémon bringt mir gar nicht so viel. Oh, ein Premiere-Ball. Solange es sich nicht entwickelt. Das ist ein bisschen traurig. Oh, bleib doch im Ball. Sei fein. Ja. Sehr schön. Kommt es gleich ein Name. Dass es hier an der Stelle manchmal so lange lädt, wenn ich was gefangen habe, hallo? Das kommt mir immer sehr ungut vor. So. Natürlich bekommt es einen Spitznamen. Diesmal kein Ohr doch. So. Oh. Oh, was ist das hier hinten? Da komme ich wahrscheinlich erst nachher hin. Ah, fantastisch. Ein gutes Pokémon. Ich weiß gar nicht, wen soll ich dafür rauswerfen? Momentan. Sind die, das hier ist halt am unnützesten. Weil es Elektro und Flug ist. Und wir haben sowohl Elektro als auch Flug, die beide eigentlich besser sind, theoretisch, wenn es sich mal entwickelt. Deswegen. Schwierig, schwierig. Deswegen würde ich eigentlich das rauswerfen. Würde ich mal sagen. So. Schieberätsel. Schön. Schieberätsel kann ich nur empfehlen. Machen Spaß. Wie schaffe ich es denn, da hinzukommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war schon falsch. Nein, was nicht? Hahaha, guckt euch das an. Stahlflügel. Cool. Jetzt kann ich hier einfach wieder zurück. Stahlflügel ist natürlich eine gute Attacke. Sehr praktisch. Die werden wir sicher gebrauchen können. Aha, was haben wir hier? Ein Kamin. Sie hat einfach in ihrer Höhle einen Kamin. Läuft bei ihr. Oh, ein Trainer. Könntest du mir einen Gefallen tun? Mein Farbigel ist irgendwo in der Wüste. Oh nein, was soll ich nur tun? Es gibt 4 von ihnen. Oh nein. Sie sollten nicht weiter als Route 105 gegangen sein. Ich hoffe, sie sind nicht in den Ruinen. Oh Mann, wie kann man denn seine Pokémon verlieren? Unfähig oder unfähig? Oh, meine Fangchain ist schon wieder kaputt. Oh was, ich soll die nicht zerbrechen. Wenn ich die bekomme, kann ich hier sicher durch. Wenn ich die Farbigel hole. Na toll. Dann bringen wir mal ihre Farbigel zurück. Das war nicht der Plan, was ich heute machen wollte, aber okay. Das Golbat verfolgt mich. Habt ihr das gesehen? Das hat mich eindeutig verfolgt. Nicht weiter als Route 105. Ah, yay. Gucken wir mal, was wir von hier aus schon sehen.
ist eins. Nein, ha, gegen den habe ich noch nicht gekämpft, ernsthaft? Ich bin hier so oft vorbeigelaufen. Wie kann das sein, dass er mich erst jetzt herausfordert? Ich bin hier so oft vorbeigelaufen, ist nicht sein Ernst, ehrlich. Naja, Erdbeben wäre wahrscheinlich besser gewesen. Das kann ich auch mit Siedewasser das fertig machen. Könntest du aufhören, mich zu critten, bitte? Dankeschön. Aerodactyl. Cool. manchmal, ne? Wie man da so oft vorbeilaufen kann. Beeindruckend, beeindruckend. Okay. Hier ist ein Farbwiegel, aber hier komme ich nicht. Dahin ist auch eine Höhle. Wie komme ich da hin? Warum war ich da noch nicht? Ach, weil ich damals noch nicht wusste an der Stelle, dass man hier rüberspringen kann. Okay, alles klar. Da wusste ich noch nicht, dass die Steine zum Springen sind, als ich hier war. Okay. Kommen wir auch nicht durch. Wie komme ich denn da hin? Ach, ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich muss hier ganz außen rumlaufen. Yay. Das sieht verdächtig aus. Aber hier war halt kein Eingang, ne? Hier bin ich nicht richtig, aber hier. Hi. Ah. Aha, das sind wir hier richtig. Wir bringen jetzt erstmal ihr eines zurück. Hier. Aha. Das ist ja praktisch. Benutzen wir mal das Fluchtseil, damit komme ich dahin, wo ich gerade los bin, sagt sie. Also praktisch, praktisch. Ich habe gerade geguckt, ob ich vielleicht durch Zufall einen Finsterschein habe, aber ich sehe es jetzt nicht. Schauen wir mal. Das sind die Ruinen. Dieses Geräusch. Geguckt, vielleicht kommt ein Pokémon, aber nein. Ich habe keine Zeit dafür. Ich muss einem Mädchen helfen. Bist du doof? Was soll ich denn? Und dann hast du nicht mal ein gutes Pokémon, sondern nur ein Mobile. Hast du mal überlegt, was das soll? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht zurück. Dankeschön. So, Erdbeben. Das hat es verdient. Ich hoffe, das war dir eine Lektion. Makago. Einfach weiter Erdbeben. Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben. Ja, das war knapp. Unfassbar knapp war das. Ganz knapp. So knapp war das. So, wo habe ich denn was zum Heilen? Ich muss nämlich eigentlich... Hier. Dann komme ich mal wieder in eine richtige Stadt, wo ich Sachen kaufen kann, die nicht überteuert sind. Das wäre schon nett. Da war wieder dieses Geräusch. Ist hier wieder ein Berserker-Pokémon? Oh, sie wird verfolgt. Oh, das sieht nicht normal aus. Ist das echt wieder ein Berserker-Pokémon? Ist das... Ich muss schneller sein. Leute, ich mag Cliffhanger und das bietet sich so an. Also, wenn ihr wissen wollt, was hier passiert, müsst ihr morgen wieder einschalten. Bis dahin, macht es gut und tschüss.